Ich wollte Sie um Hilfe bitten. Mein Mann und ich wohnen gegenüber. Wir sind vor ein paar Tagen hergezogen. Wenn Sie jemanden haben, der mir sagen kann, was für Menschen Sie sind, werde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Bestellen Sie mich nicht nach Feierabend. Dafür bezahlt man mich nicht. Wir wohnen hier schon 20 Jahre. Seit dieser Zeit hat Emmerenz noch nie jemanden in ihre Wohnung gelassen. Ich möchte nicht erklären müssen, warum ich meine Tür nicht öffne. Als ich Oberleutnant war, haben wir eine Akte über Emmerenz angelegt. Die schrecklichsten Dinge hat man ihr vorgeworfen. Kann ich die haben? Darf ich sie mitnehmen? Dann wäre ich nicht mehr allein. Man kann nicht mehr für jemanden tun, als sein Leiden zu beenden. Hinter der Tür verbirgt sie vielleicht Dinge, die auf keinen Fall jemand sehen sollte. Ich werde sie nur retten können, wenn ich sie verrate. Sie sind ein blinder, idiotischer Feigling. Die Männer sagen, sie möchten die Tür aufbrechen. Hast du ein Problem damit, dass ich ihr ans Herz gewachsen bin? Ich vergesse keine Geste, ob gut oder böse. Das ist Wahnsinn! Warum weinen Sie denn? Ich werde Ihnen etwas zeigen, das hat noch nie jemand gesehen. Das werde ich Ihnen nicht vergessen.